Ja, wir hängen ein bisschen in Dark Souls 3 mit Labo Pauslin, deswegen haben wir uns dafür entschieden, heute eine Sonderfolge zu machen. Und zwar haben wir eingeladen den Elden Ring-Profi Nils Bohmhoff, der uns heute mal ein bisschen aushelfen wird. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin bereit. Was soll ich machen? Ja, ein paar Bosse und Gegner und dann kommen wir dort gut durch. Gar kein Problem. Alles klar. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu dieser neuen Folge Dark Souls 3. Entschuldigen Sie, das ist ja gar nicht Elden Ring. Ja, genau, wir dachten nur, weil Sie so ein guter Elden Ring-Spieler sind, dass Sie das vielleicht auch transferleistungsmäßig auf Dark Souls 3. Ja, aber ich habe ja Dark Souls nie gespielt. Ich bin Elden Ring-Profi. Ich bin inselbegabt. Oh, das wussten. Nee, also das geht nicht. Was haben Sie denn mit meinem Management abgesprochen? Wir haben gesagt, die haben uns versichert, dass sie Multitalent sind und alles, was mit Schwert und Schild zu tun hat, eigentlich. Nee, also sorry, da mache ich nicht mehr. Ach so. Oh, das ist. Oh, dann kommen wir jetzt zu unserem Thema Zucker, eine Bedrohung für Kinder und Erwachsene. Dazu haben wir eingeladen, Ernährungsexperten. Ich bin ein bisschen zu spät. Ich war Nils, auch gut, dass du da bist, ey. Was ist los? Der war gerade so ein Elden Ring-Experte hier, den wir eigentlich eingekauft haben für nicht wenig Geld, der uns ein bisschen helfen sollte, aber der kann nur Elden Ring spielen. Ja. Zum Glück bist du da. Du kannst ja Elden Ring gar nicht spielen. Ich hatte eigentlich abgesagt für heute. Ich kann Elden Ring gar nicht spielen, weil ich wollte eigentlich Elden Ring spielen. Habe ich gemeint, ich kann das gar nicht. Genau, deswegen habe ich heute doch Zeit und war ganz verwundert, dass du alleine hier sitzt. Aber na gut, dann mache ich jetzt die Sendung mit. Oh, du, zum Glück, ey. Sonst hätten wir jetzt irgendwie einen Thementag irgendwie Zucker machen müssen. Nee, das ist zu früh. Das funktioniert überhaupt nicht. Gut, dass du da bist. Wir haben heute einiges nämlich vor uns. Was haben wir denn vor? Das ist eine große Folge heute. Mhm. Wir haben einen großen Gegner, aber große Gegner fallen tief. Dafür sind wir da, denn wir sind klein und können nicht fallen. Jetzt geht's los. Nee, den haben wir schon gemacht. Wir sind schon in der Folge. Achso, ja, ich bin zu spät gekommen. Sorry, das wusste ich. Achso. Das wäre der Cold Opener. Nee, wir sind schon warm. Wir sind jetzt schon warm. Okay, auch wenn ein bisschen kalt ist tatsächlich, weil ich heute in der Nässe hierher gefahren bin. Aber lass mich noch mal ganz kurz Revue passieren. Wir hatten letztes Mal viel geschafft und sind, glaube ich, an einem neuen Gegner, den wir einmal versucht haben. Wie komme ich zu dem hin? Ich weiß es noch. Dort ist eine Leiter. Du, direkt vor dir. Ich finde genau. Eine dunkle Leiter. Ach ja, da muss man, hat man so einen ewigen Weg, ne? Ja, mit den Gargoylen und alles. Aber man kann ja einfach vorbeilaufen. Das ist ja das Tolle. Das hast du ja auch das letzte Mal gesehen, dass wenn man da diese Brücke langläuft, dann springt der Gargoyle einmal hoch. Da kann man einfach unter ihm durchlaufen. Einfach nicht anhalten. Einfach. Gras hängen geblieben. Viele Leute bleiben am Gras hängen. Ganz starke Leistung. Genau, und wir hatten, wir müssen noch mal in den Scout-Modus gehen für den Boss, glaube ich. Ach ja, jetzt erinnere mich, hier das Bällebad. Genau, das Bällebad und jetzt links gleich und dann bist du schon da. Ist ein bisschen zu laufen, aber es ist jetzt noch aushaltbar, weil man ja nicht ständig kämpfen muss. Geht. Ich habe alles vergessen. Ich habe zu viele andere Sachen gespielt. Ich hatte Dark Souls Challenge zwischendurch. Ich hatte Elden Ring Challenges zwischendurch. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich finde mein Gehirn ist durch. Du spielst ganz viele verschiedene Spiele, die aber alles sehr ähnlich sind. Ja, es ist ganz fürchterlich. Es ist Nein! Der Fuck ist wieder da! Nein! Du schaffst es, ich glaube nicht. Ja, er ist wieder weg. So. Nein! Das war der Boss. Was ich der Haus? Jorm! Ach nein. Ja, das zählt nicht. Also Jorm, der Riese, den wir schon einmal versucht haben, der aber sehr widerstandsfähig ist, wie sich das für Riesen auch gehört. Ja, absolut. Wir machen nicht besonders viel Schaden. Wir sind wie eine kleine Maus. Wir müssen einfach alt genug werden, um ihn so lange an ihm nagen zu können, bis er totgenagt ist. Und jetzt erinnere ich mich, da haben wir auch drüber gesprochen, über das Elefant und Maus. Das Verhältnis von klein und groß in der Geschichte David und Goliath. Da hattest du ein ganz spannendes Impulsreferat eigentlich mal gehalten über Beispiele in der Geschichte, wo der Kleine gewonnen hat gegen den Großen. Ja, also oftmals ist es dann ja auch eine verzerrte Darstellung. Ich finde ja zum Beispiel bei David und Goliath ist es ja so, alle sagen mal, ja, David, der hat diesen Goliath. Aber was halt einfach unterschlagen wird, ist, dass David eine Steinschleuder hatte. Mhm. Und dann denken die Leute heutzutage, ja, das Süße hatte ich als Kind auch. Nee, früher war die Steinschleuder ein Hochpräzisionswerkzeug, eine Hochpräzisionswaffe. Die man heute gar nicht mehr so herstellen kann. Ne? Diese Kunst ist verloren gegangen. Ja, und es gibt noch irgendwo, ich glaube, es gibt irgendwo im wo ist das, in Südspanien oder irgendwo Süditalien oder gibt es irgendwie so eine Kommune, wo die das immer noch können. Und du kannst mit diesen Steinschleudern richtig, richtig genau treffen und jemanden einfach umbringen.
Und deswegen ist das halt dem Goliath gegenüber total gemein. Das ist so albern einfach. Okay, also. Nur weil er größer ist, also ist doch so. Das bringt dir jetzt, stell dir mal vor, mit anderen Worten, du hast eine Schusswaffe bei dir. Aber der Typ, den du erschießt, der ist einen Kopf größer als du und deswegen wirst du als Held gefeiert, oder was? Nein, wie gesagt, und vor allem auch die Erwartungshaltung, ne? Es ist ja ein riesiger Druck auf den Großen, weil jeder denkt, ja, der macht den Kleinen ja sofort platt, ne? Ja. Kein Problem. Diese Umstände. Als ob es nicht schon schwer genug wäre gegen einen riesigen Riesen. Ich glaube, du musst die Hand treffen, oder was? Ach, weil der da schon Ausschlag hat, oder ja, was? Weil er so glutig ist. Ich würde zweihändig nehmen, weil du blockst eh nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen es gleich nochmal neu laden. So, ich muss mir ganz kurz mal die... Ah, okay, also da ist viel... Okay, wie komme ich an die Arme ran? Zip, zap. Wo gibt's eine Möglichkeit? Wenn man macht manchmal diesen mit zwei Händen so diesen Fleischerbeil-Hacker. Da zum Beispiel auch. Ja, damit machst du mehr Schaden. Ah ja. Glaube ich. Zonk. Zonk. Ich glaube, da muss man ziemlich präzise sich überlegen, wo man steht. Und vielleicht auch nicht anvisieren. Ja. Aber das kann auf jeden Fall ein langer Ritt werden. Ey. Oh ja, oh ja. Also ich glaube, der Fokus liegt heute auch auf dem Spieler, der nicht das Pad in der Hand hat. Weil der ist heute eigentlich mehr gefragt. Ja. Weil was soll man ab einem gewissen Punkt noch sagen? Aber das wird eine Herausforderung heute. Da ist die Hand. Ah, wer sie ist. Ja. Da, ja, okay. Hä? Der Balken zappelt auch. Hast du das gerade wahrgenommen? Da! Der hat Angst! Nee, das ist, wenn das Ding reinkommt, wird der Balken von Jorm aufgefüllt. Wenn die Grafik reinkommt. Das ist ja eine Frechheit. Was? Ja, guck mal! Nein. Warte mal, ich muss mich ganz kurz. Man darf mal ganz kurz nicht sterben gerade. Nee, stirbst auch nicht. Du darfst eh nochmal machen. Mit Bug ist das scheiße. Wenn du gleich stirbst, laden wir neu, dann darfst du nochmal. Aber wenn du es jetzt schaffst, bist du natürlich für alle Ewigkeit der Held, ne? Das ist ein Nonsens einfach. Spielen wir wirklich das echte Dark Souls und nicht irgendwie so ein tschechisches Replikat, das im Steam angedreht wurde. Das ist sehr gut möglich. Hat da jemand mal gecheckt in der AL? Ah, ja. 3 ist die Zahl der Stunde. Ja, 3. Das ist immer der Dreiklang, ganz oft. Ja. Die Frage ist, ob Anvisieren hier überhaupt ein Faktor ist, ne? Ja. 1 und 2 und ja, jetzt kommt, ja, jetzt da, genau, wenn der kommt, an der Hand ran. 2 Ja, man kann sogar, wenn man schnell ist. Das ist so dumm. Wir können auch mal kurz checken, was wir alles im Inventar haben, glaube ich. Wenn das wenigstens irgendein geheimer Code wäre, mit dem man irgendwas... Ist es ja vielleicht. Ja. Nee, ich bin zu gierig. Oh, jetzt habe ich überhaupt nicht mehr gemacht. Okay, ich glaube, wir müssen nochmal neu starten. Ja, wir starten nochmal neu. Wir werden dieses Spiel komplett... Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir... Ich glaube, ich gehe mal komplett raus. Nee. Willst du ein Fondue nebenbei machen? Oh, Käsefondue oder Fleischfondue? Nee, Käsefondue. Dass du vielleicht irgendwas so nebenbei ein bisschen Käsologie noch betreiben Käsologie. Kannst. Käsologie. Perfekte Mischung. Ich hätte jetzt richtig Bock. Ey, das machen wir mal. Ey, wollen wir nicht mal eine Sendung machen? Wir wechseln uns doch eh immer ab bei Souls. Wir stellen uns hier so wirklich ein Fondue-Ding hin. Ja. Das köchelt so vor sich hin und dann könnte mal der eine essen und der andere spielt. Ja, und dann halt immer so füttern, so wie so ein Chirurg. Dann so Käse und der andere. Die sind ja auch so lange Spieße, ja, genau. Da kann man das richtig reinstecken. So immer in den Zwischenphasen, wo man kurz Zeit hat. Käse! Ja, lass das machen. Ich bin Fan davon. Ich habe noch nie, glaube ich, Käsefondue gegessen, weil ich irgendwann mal abgeschreckt wurde, weil jemand meinte, wenn du zu viel Käse isst, kannst du auch sterben.
Gut, aber es ist nicht der schönste Tod der Welt. Aber es ist gefährlich. Wenn du wirklich nur diesen Käse isst und das im Magen käst der auf und dann... Ich habe mal Käsefondue mit echten Käseexperten gegessen und das war wirklich ein intensives Erlebnis, weil konstant diskutiert wurde, was die perfekte Mischung eigentlich wäre. Mhm. Und niemand war zufrieden mit der Mischung, auf die wir uns geeinigt hatten, weil jeder hatte sein eigenes Bild. Und dadurch war es eigentlich mehr ein Reden über Käse als das Käse genießen. Und dann noch muss da Wein rein oder dann gibt es auch dann so Kirschlikör oder verschiedenste Sachen, die man da reintun kann. Und dann natürlich der Streit um die Kruste am Ende. Wenn am Ende unten noch so eine Kruste sich bildet, das ist ja das Kernstück. Und da haben natürlich verschiedene Leute verschiedene Strategien. Manche haben sich zurückgehalten, um dann noch richtig Platz zu haben für die Käsekruste. Ja. Dann waren die aber enttäuscht, dass sie sich die Käsekruste zu gleichen Teilen teilen mussten mit den anderen, die nicht diese Strategie gefahren haben. Also es war wirklich ein Drama. Es war ein komplettes Drama, dieses Käsefondue. Aber das ruiniert das ja. Also das ist doch nicht der Sinn eines Käsefondues. Und ich mag auch nicht, wenn Leute so beim Essen oder bei Getränken so Experten raushängen lassen. Nee. Und dann die ganze Zeit nur darüber reden, wie etwas richtig und wie etwas falsch ist. Ja, das ist paradox. Manche Leute mögen etwas so sehr, dass sie es nicht mehr genießen können. Ja. Das ist schon merkwürdig, ne? Dass man das Gefühl hat, mir macht das gerade mehr Spaß, obwohl du der riesen Käsefan bist oder was auch immer Fan bist. Ja, da bin, also das ist ja einfach nur anstrengend. Und dann anderen Leuten dann, nein. Also solange das jetzt nicht sowas ist, wo man klar weiß, ja, da gibt's nur eine Meinung, dann muss man sie auch nicht erwähnen, wie zum Beispiel, dass Berliner Berliner heißen oder dass Ananas nicht auf Pizza gehört und solche Sachen. Ja, da musste ich mich zurückhalten bei dir im Chat, als es da letztens ging um süße und salzige Popcorn. Wo du da wirklich dogmatisch, also salzige Popcorn, das geht nicht. Wo ich mir denke, Nils, ich habe dich eigentlich als einen toleranten, weltoffenen Menschen kennengelernt, dass du jetzt da so die Dogmen hier predigst, das hat mich enttäuscht. Weil ich hatte das Gefühl, dass einige Leute da draußen orientierungslos sind und nach nach selbiger suchen. Und ich wollte jemanden sein, ich wollte eine Boje in den Wellen sein, ich wollte eine Kerze im Nebel sein, die den Leuten einfach zeigt, was es ist. Richtig und was ist falsch. Und manchmal brauche ich sowas. Warte mal, gib mir mal die Möglichkeit, da in den Rhythmus reinzukommen. Ist schon okay. Weil manchmal macht er zwei, manchmal drei. Das ist völlig richtig. Man weiß nie, was er macht. Und das ist das Unheimliche an diesem Spiel. Wir sind ja Menschen, die gewohnt sind, durch Analyse sich den Weg zu ebnen, den sie gehen wollen. Ja. Und wenn dann jemand kommt, der einfach willkürlich sich anders verhält, als wir das durch Analyse prognostizieren wollen, dann macht uns das natürlich einfach unglücklich. Ja, die schlimmste Schrecken ist der, den man nicht verstehen kann. Selbst schlimmste Sache, wenn man sie verstehen kann, dann ist sie schon handhabbar. Ja. Aber bist du ein Routinenmensch? Hast du Routinen in deinem Leben? Ich versuche mir manchmal Routinen zu bauen, die ich mit Disziplin einhalte. Bin aber grundsätzlich kein Routinenmensch. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, manchmal, wenn ich irgendwas mag oder so, dann esse ich das jeden Tag und dann irgendwann habe ich es über und esse es gar nicht mehr. Du bist dann eher so ein Phasenmensch. Ja, okay. Ja, Phasenmensch. Und ich versuche mir aber durch Disziplin auch so schon auch Routinen anzueignen, weil ich glaube, dass das schon gesund ist auch. Weißt du? Mhm. Ich bin sonst eher so ein sehr unverbindlicher Mensch. Mir selbst gegenüber auch. Das ist nicht immer gut. Und du? Hast du Routinen? Ja, total. Weil Routine schaffen Vorfreude. Wenn du immer weißt, erst A, dann B, dann C, dann kannst du dich während A auf B freuen und während B auf C freuen. Mhm. Und das, ich glaube, ich zehre mehr von der Vorfreude als von der tatsächlichen Sache. Zum Beispiel, wenn ich weiß, okay, ich habe noch einen Joghurt im Kühlschrank. Ja. Es ist die viel größere Freude, als den Joghurt dann tatsächlich zu essen, weil dann kann ich ihn ja nicht mehr mich darauf vorfreuen, wenn der dann weg ist. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Okay, das heißt, aber geht das nicht auch ohne Routine, sich Vorfreude zu ermöglichen? Ja, es ist halt schon so eine Vorfreudemaschine. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Menschen, die sehr viel Routine haben, das eher aus einem Bedürfnis nach Sicherheit und Verlässlichkeit machen. Weil sie das Ungewisse fürchten oder generell als unbehaglich empfinden, nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Und jedes Mal vielleicht neu drüber nachdenken zu müssen, was mache ich als nächstes. Routinen ermöglichen es einem ja, Geisteskraft zu sparen, indem man nicht ständig drüber nachdenkt, was man als nächstes macht. Und sie geben einem halt auch Sicherheit. Man weiß ja, was kommt. Aber dass jemand Routinen aufbaut,
aus dem Bedürfnis nach Vorfreude. Das ist interessant. Jetzt gar nicht mit gerechnet. Ja, der ist komisch, dass er dieser Dritte, der bringt einen halt voll raus, dass der manchmal den Dritten noch hinzufügt. Aber du bist schon auch meiner Meinung, dass Popcorn süß sein muss. Leider nicht. Ich hab's geahnt. Ich mag die Mischung. Bist du ein Salz-Süß-Gemischer? Ja, ja. Oh, das ist höchst interessant. Ja, ja. Aber da musste ich auch erst ran. Und es ist natürlich auch immer die Frage, ob man es richtig macht oder nicht. Aber ich glaube, ich bin, also da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, ich bin eher der Salz und Süß gern mischt. Also egal in welcher Hinsicht. Und du bist eher der das auseinanderdröselt. Ja, ich glaube, ich meine auch, ich habe ein kleines Déjà-vu, ja. Diesbezüglich. Aber ja, stimmt, vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus, vielleicht wage ich mich da mal ran. Aber ich nur eine kleine Tüte, ich will mir nicht das ganze Popcorn ruinieren, wenn ich nach einem feststelle, ich mag das so nicht. Aber ich finde es wirklich faszinierend, auf die Idee zu kommen, Popcorn salzig zu essen. Es gibt ja so viel süße, salzhaltige Alternativen in Form von Chips oder Nachos oder so, die ähnlich geartet sind. Du studierst ihn jetzt richtig, ne? Dieser Stomp ist nicht so gefährlich, der nimmt einem nichts ab. Ja, ich meine, ich glaube, an einem gewissen Punkt kann nicht jeder Attacke ausweichen, aber ich komme halt nicht voran. Ja, das ist es. So, deswegen muss ich halt irgendwie ein System finden. Entweder verlässlich kleinen Schaden zu machen oder ab und zu auch mal die Hand zu treffen. Ja, der ist das große Problem. Ja, der Dreier. Der wilde Dritte. Aber jetzt sah ich dumm aus, weil ich nicht geschlagen habe, weil ich einfach Angst vor dem Dritten hatte. Das ist absolut verständlich. Zack. Oh Mann, ja. Ja, ich glaube, du musst irgendwann an den Punkt kommen, dass du ihn haust. Und ey, wenn du ihm 1000 Mal gegen das Bein haust, dann. Aber irgendwann haben wir ihn dann vielleicht. Oh, der war neu, weil du in der Mitteldistanz warst. Ja, je nachdem, wie weit du von ihm entfernt stehst, macht er halt auch andere Attacken. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Da, jetzt. Ja, genau der. Aber da muss man ja irgendwie weg von ihm, aber dann schnell hin. Ja, du standst ja eben eigentlich schon sehr, sehr gut. Du standst ja direkt neben der Hand. Muss man nur schnell sein, weil ich glaube, du schaffst maximal zwei Schläge, wahrscheinlich sogar nur einen. Da ist auch die Hand. Da. Ich glaube, man muss versuchen, vor ihm zu bleiben. Mhm. Wo rollt man denn hin? Weil wenn ich jetzt, ich muss ja irgendwo eine Richtung angeben, um zu rollen. Wahrscheinlich dann eher nach vorne, ne? Unter ihnen wahrscheinlich, ja. Ja, es ist eher aggressives Rollen. Ja. Da passiert was, glaube ich. Diese lange Vorbereitungszeit. Ja, das waren jetzt 203 Schaden. Also es scheint mir wirklich schon. Ja. Du machst doppelt so viel Schaden, mehr als doppelt so viel Schaden an der Hand, wenn der da wo er leuchtet. Glaube ich. Oder ich habe mich getäuscht gerade. Ich muss nochmal genau drauf achten. Achte nochmal drauf. Es ist auch schwer, die zu treffen, weil du die nicht anvisieren kannst, explizit. Ja. Aber lieber auf Bein als gar nichts, oder? Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Ich meine, du bist ja so safe mit dem Ausweichen. Das ist ja wirklich nur ein Geduldsspiel. Du darfst die Konzentration nicht verlieren. Das ist halt das Ding, dass du nach 10 Minuten beim Bosskampf einfach auch irgendwann geistig müde bist. Und dann, wenn du einen Fehler machst, bist du ganz schnell raus. Das ist die Kacke. Lass dir ruhig Zeit. Oh ja, das waren 225 Schaden an der Hand. Also das ist schon deutlich effizienter. Haki? Ja, da darf man nicht nach hinten rollen. Ja. Da muss man halt nach vorne rollen. Das heißt, du musst vor dem Move schon so positioniert sein, dass du dann mit einer Vorrolle
hantieren kannst. Das hat gerade ein bisschen geleckt, ne? Du hast kein Flakongima, aber du kannst noch auf in Estus gehen. Dann bist du noch einmal vollgeheilt. Du musst unten einmal Digi nach links, nach unten, Digi. Dann kannst du dich nochmal heilen. Ah, da geht nur einer. Da darf man nicht. Da darf man nicht Giermolch sein. Zip. Und jetzt nach vorne. Wenn der jetzt kommt, gehe ich nach vorne. Nee. Ich meine, du hast ihn ja. Ah, da, nein. Ah, ja, genau. Ja, ich habe kurz verpasst. Ah. Ich würde noch einen nehmen. Ja, nimm dir doch einen. Ich würde noch einen nehmen. Du darfst einen nehmen. Ich wünschte, ich hätte Käsefondue. Wir machen das. Lass uns das wirklich. Wir haben ja noch so viel vor uns. Lass uns das wirklich mal machen. Dark Souls, die große Dark Souls Käsefondue-Verköstigung. Und dann nehmen wir uns schön, ich weiß gar nicht, was das Geile ist, ich weiß nicht, was man da reinmacht, aber man kann ja alles mit Käse essen. Also Brot, Obst, nee, Obst nicht, aber Gemüse. Aber war bei dir Rougette-Ofenkäse nie mal ein Thema? Nee, nicht wirklich. Den habe ich wirklich, also. Den kann man einfach in den Ofen und dann, aber ist das, was ich an dem. Hab ich gelebt. Aber der ist doch immer so schnell wieder kalt, ne? Kalt? Ja, also, oder gibt es eine Möglichkeit, den heiß zu halten? Ja, du isst ihn halt und dann ist er warm. Aber der ist doch mega schnell, ist der doch abgekühlt. Käse eigentlich? So ja. Flüssiges Fett? Er hat doch eigentlich eine ziemlich hohe spezifische Wärmekapazität. Nee, überhaupt nicht. Also nicht so, nicht wie ich das gerne hätte. Ich finde, man muss heißer Käse wird schnell kalt bei dir. Naja, also du willst ja nicht stopfen. Also Fondue doch, lebt klar, ja. Klar, ich stopfen. Ja, aber ich will rein da. Ja, aber doch nicht so schnell. Man will das doch genießen. Und das ist Käse. Fondue ist doch Fondue, ist doch. Fondue ist eine Pflicht. Ja, aber es ist doch Fondue auf einen längeren Zeitraum ausgelegt. Fondue verpflichtet. Ja, genau, mehrere Stunden. Fondue ist nicht dafür da. Deswegen sind das ja so kleine Portionen, weil man zusammensitzt und quatscht und sich unterhält und nebenbei immer so ein bisschen fondüt. Und wenn du dann halt so ein Käseding machst, dann musst du dich voll beeilen, weil du willst den ja heiß genießen, den Käse. Der soll ja noch flüssig sein. Und das macht es so stressig. Deswegen, der muss irgendwie eine Dauererhitzung bekommen. Also Brot. Mach mal ein Experiment. Brokkoli könnte man da auch reinmachen oder. Auch schön Weintrauben. Aber da sind wir jetzt natürlich wieder im alten Thema süß-salzig. Ja, wobei Weintrauben mit Käse finde ich schon okay. Diese gibt es ja immer diese Zahnstocher mit einer Weintraube und einem Stück quadratischen Käse. Sorry, ich habe mal probiert ohne Anwesen, aber ich bin einfach zu. Ich brauche einen Halt im Leben. Du, ich bin auch schuld, weil ich laber dich voll. Und das ist auch voll. Weil du brauchst bei diesen Bossen 100% Aufmerksamkeit. Es geht nicht unter 100%. Und in der Zeit, wenn ich dich voll habe und dich dazu zwinge, dich gedanklich vom Boss zu entfernen, bin ich mit Schuld. Das weiß ich. Hat mir Thomas Elsner erzählt, weil du gerade gesagt hast, diese Spießsachen. Mhm. Viele Menschen denken ja, die größte Idee von Thomas Elsner, von Frank Elsner, war Wetten, dass. Mhm. Nicht der Fall. Frank Elsner ist ein Mensch, der sieht Dinge und denkt sie weiter. Und er hat eines Tages auf einer Party diesen Anblick gesehen, ja, Käse, Weintraube, Zahnstocher. Mhm. Und dann haben die Partygäste sich diese Spieße genommen, verzehrt, genossen. Aber wohin mit dem Zahnstocher? Und so hat er beobachtet, dass diese Partygäste mit diesen Zahnstochern in der Hand oder auf dem Teller die ganze Party verbracht haben. Das heißt, findige Beobachter konnten anhand der Zahnstocher genau sehen, wie viele Spieße bereits verzehrt wurden. Mhm. Das heißt, man konnte genau sehen, wer ist hier der Vielfraß und wer hält sich zurück. Ja. Äußerst peinlich für alle Involvierten. Richtig peinlich, ja. Und deswegen hat Frank Elsner gesagt, so geht's nicht weiter. Ich bin das Genie, das diesen Missstand auflösen kann. Und deswegen erfand er den Partyspieß. Erfand er den Partyspieß mit Salzstange. Aha. Habe ich noch nie gesehen. Aber die Frage ist, ist er das beobachtende Genie oder ist er einfach der Vielfraß, dem es unangenehm ist, dass er 20 Zahnstocher auf dem Teller hat? Das geht Hand in Hand. Genie entsteht immer aus einem Problem heraus. Ist das so? Ist Frank Elsner für dich ein Genie?
In der Hinsicht schon. In dieser Beobachtungsgabe, da ist er ein großes Vorbild von mir. Du glaubst ja nicht, dass Edison die Glühbirnlampe erfunden hätte, wenn er nicht gesagt hat, Mensch, ich würde gerne noch ein bisschen lesen, jetzt gerade, oder? Ja, aber die Frage ist, hat er überhaupt die Glühbirne erfunden? Oh, was Fass willst du aufmachen? Naja, es gibt ja in der Geschichte, und da kann man auch ruhig über Edison sprechen, viele große Erfinder, die wir als Genies bezeichnen, deren Erfindungen einfach geklaut sind. Die sich einfach schamlos bei anderen bedient haben. Wo hinterher herauskommt, ja, du hast dich einfach gefeiert, du bist einfach ein Wirtschaftsgenie. Es ist so ein bisschen, es gibt so zwei Archetypen. Das eine ist Steve Jobs und das andere ist, wie heißt der, Steve Wozniak, ne? Mhm. Und Steve Wozniak ist dieser introvertierte, dieses völlig marketingbefreite Genie, der einfach Ideen hat und tüftelt, aber keine Ahnung hat, wie er damit Geld verdient. Und dann gibt es so Genies wie Steve Jobs, der nämlich genau das kann. Der daraus Geld machen kann. Ich glaube, es gibt viele Steve Wozniaks in der Geschichte, von denen man nie was gehört hat, die in Wirklichkeit bahnbrechende Erfindungen gemacht haben. Und es gibt viele Steve Jobs, die sich mit diesen Erfindungen schmücken, die wir feiern. Wo würdest du dich da eher verorten bei diesen beiden Polen? Weder noch, ich bin ja kein Genie, aber von der grundsätzlichen Persönlichkeitsstruktur bin ich, glaube ich, schon eher Steve Wozniak, ohne Genie halt. Gibt es ein System, wann der zwei Schläge macht und wann drei? Weil der macht oben seitlich schwingen. Vielleicht macht er nach dem Zweihändigen keinen weiteren. Ja, aber das ist auch ganz merkwürdig. Das kann auch sein, dass es random ist, also dass es ausgewürfelt wird. Das. Aber es ist lustig, dass du beim fünften Versuch immer noch in der Analyse bist, anstatt einfach auf ihn draufzuhauen und ihn einfach kaputt zu kloppen. Ja, doch. Ich glaube, nach dem Zweihändigen gibt es keinen weiteren Schlag mehr. Oben, zweihändig, kein Schlag mehr. Ja. Ja, genau. Wohingegen, wenn der Eins, der hier kommt, dann kommt auch noch ein Dritter. Genau, so läuft's. Zip. Zweihändig, also kann ich schlagen. Ich finde es faszinierend. Du analysierst den, du willst ihn wirklich einmal komplett analysiert haben. Na klar. Und dann das Töten ist dann eigentlich nur noch so der letzte Schritt, der quasi von alleine funktioniert. Aber anvisieren muss man schon, glaube ich. Das ist mir egal. So, aber jetzt machst du ihn, ne? Jetzt machst du ihm auch mal ein bisschen Schaden. So, jetzt kommt aber noch einer. Ach, mein dünnes Schwert! Ach komm, hau doch da nicht daneben! Und noch einer. Scheiße. Da muss man gleich ein bisschen weiter nach rechts gehen. Ja, oder vielleicht auch einfach nur ein Stück näher ran noch oder so, dass du so dicht davor ist, dass du ihn nicht verfehlen kannst. So. Neulich mal bei Simon reingeguckt. Und ich weiß gar nicht mehr warum. Das Spiel hat keinen Bock mehr. Das Spiel hat gesagt: Nein, Florentin, so wird hier nicht Dark Souls gespielt. Ah, du lebst nicht. Ach, oh nein!
Oh nein! In dem Moment, in dem du Simon erwähnt hast, kommt der Fluch von Simon. Oder? Das war die Rache. Das war die Rache. Dein Grab. Gibst du mir noch einen? Ich glaube, jetzt ja, natürlich. Jetzt bin ich in aber ich heb dir auch noch drei. Aber ab jetzt, finde ich, ist der Punkt gekommen, wo die Analysephase vorbei ist und die Tötungsphase einsetzt. Du mal schauen, das ist ja nur die erste Phase. Vielleicht gibt es noch mehr. Dann noch einen. Hoffentlich nicht. Das dauert halt so unsagbar lange, weil wir so wenig Schaden machen. Ach ja, was ich sagen wollte, ich habe bei Simon, genau, einmal war ich da drüben und dann habe ich nochmal aus irgendeinem anderen Grund, weil ich ihn geradet hatte oder sowas, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie habe ich nochmal reingeguckt bei ihm und der spielt mit Magier. Oh ja. Mhm. Und das ist interessant, weil ohne jetzt natürlich seinen Skill schmälern zu wollen, der ist viel leichter. Groß ist, aber das ist total interessant, weil der hat einen so einen Energieball, den er castet. Und dann der nimmt dem Gegner halt ein Zehntel Lebensbalken oder mehr weg. Mhm. Und dann läuft der weg, castet diesen Ball und er macht, das ist alles. Ah ja, okay. Mhm. Und das ist, natürlich kann er nicht gegen jeden Boss so agieren. Also er braucht natürlich auch sein Skill hin und wieder. Aber ich meine nur so, ach, zum Beispiel hier, ne? Würdest du einfach auf einer gewissen Entfernung bleiben, castest einfach einen Energieball nach dem anderen und weichst ein bisschen aus. Das ist was ein ganz, denn jetzt schon, für einer? Schon ein ganz anderes Spiel dann. Ich habe auch noch nie so eine, wirklich so eine Klasse so richtig gespielt. ...225 Schaden auf der Hand. Und nochmal. Er sieht auch ein bisschen aus wie eine riesige Glut, die wir immer einsammeln, der Typ. Riesenglut, 203 Schaden, klasse. Das wird so lange dauern, Alter. Wir können wirklich einen kompletten Podcast einfach währenddessen eine Stunde Podcast machen. Und selbst wenn du nicht einmal Schaden nimmst, das wird trotzdem so lange dauern. Vielleicht gibt es irgendeinen Mechanismus noch, ich weiß es nicht. Oh. Aber vielleicht kriegt man zwei Schläge rein jedes Mal. Ja, super, das war gut. Gut. Oh, da bist du in den Schlag reingerollt. Starke Leistung. Kann der das mit beiden? Nee. Greift der um manchmal? What? Aber jetzt konnte ich... Ich konnte gerade nicht machen. Ich glaube, ich hing an der Wand. Ja, das kann sein. Dass, oh, ich finde es immer so süß. Ich sehe dann im Augenblick, wie so... Du hast diesen Impuls, dann willst du das Pad abgeben, aber eigentlich willst du es nicht. Nee, gib mir noch einen. Ja, natürlich. Nee, ich finde den cool. Ich mag den. Ja, das, du machst ich das mag das, auch. Wenn das so ein Gegner ist. Ja, und keine lass und nicht raten, irgendwie keine 100 Mobs. Ads und ja. Sachen und so, ja. Wenn er einfach so, du und ich und wir haben einen Raum ja. Und einer geht raus, der andere nicht. Ja, finde ich total gut. Das ist eine ganz alte Regel. Ja, Zweikampf. Würde, Ehre, Zweikampf. Das sind ja die drei auch von den Tempelrittern noch. Du kannst ja was vorlesen vielleicht. So eine kleine Geschichte. Die Maus Frederik zum Beispiel. Kenne ich nicht. Ich kenne aber eine andere Geschichte mit einer Maus von dem Hörspiel des Elefanten, von Sendung mit der Maus. Der Elefant hat ein eigenes Tony-Box-Hörspiel, was ich in meiner Position als Vater auch häufiger schon hören musste. Da gibt es auch eine Geschichte mit einer Maus und einem Krokodil. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich habe gestern zu dem Zeitpunkt dieser Aufzeichnung nur wenige Stunden zurück. Ich habe gestern Abend, du hast es ja mitbekommen, weil du mir noch Energie gesendet hast, Ewigkeiten gegen so einen Endboss bei Elden Ring gekämpft. Und irgendwann konnte ich nicht mehr reden und dann habe ich mit Text-to-Speech einfach einen Text immer geschrieben, um mich selbst zu motivieren, der mir dann die ganze Zeit vorgelesen hat, dass ich ein richtig, richtig guter Elden Ring-Spieler bin. Ja. Und dafür musste ich halt nicht mehr reden, konnte mich aufs Kämpfen konzentrieren und gleichzeitig wurde irgendwie im Stream was Sprachliches den Zuschauern geboten und ich wurde noch motiviert. Das ist ideal. Welches ist die Zukunft des Streamen? Einfach ja. So selbstständiges Streamen. Dass du nur noch so dein Gesicht hergibst, aber gar nicht mehr selber sprechen musst. Ja, genau.
Bisschen Stephen Hawking-mäßig. Ja, das ist wie bei Schauspielern, die dann so die Rechte an ihrem Gesicht verkaufen. Oh ja, und dann so digitalisiert werden, ne? Das ist eh die Zukunft, ne? Das wird ja immer häufiger gemacht. Wenn Schauspieler altern und es wird irgendwie ein Prequel gemacht oder so. Mark Hamill ist doch auch so gewesen, ne? Dann machen sie den einmal jung. Würdest du das machen? Also du sagst, du kriegst jetzt 1 Million. Dafür kann man kann Rocket Beans mit deinem Gesicht machen, was sie wollen. Mit 1 Million können sie auch mehr als das kriegen. Also, ich meine, die Frage ist, lasse ich in den Vertrag gewisse Dinge ausschließen? Nee, das geht dann eben nicht. Also besteht ja die Chance, guck mal, wenn jetzt zum Beispiel sagst, es gibt ein digitales Rechtepaket an dir, so wie es jetzt zum Beispiel die Musikrechte der Beatles gibt oder sowas, die man dann einfach verkaufen kann. Michael Jackson hat die mal gekauft und jetzt gehören sie wem auch immer. So, und dann könntest du auch sagen, das Rechtepaket an deinem digitalen Ich kann man auch erwerben. Ja. So, und wenn jetzt jemand, der dich überhaupt nicht mag, dein Erzfeind sagt, okay, ich kaufe mir jetzt von dem diese digitalen Rechte und dann lasse ich den nur noch in so Horrorfilmen mitspielen, wo der komplett zu Tode gefoltert wird oder so ein Scheiß. Mhm. Oder in irgendwelchen pornografischen Publikationen, die sehr fragwürdig sind. So, also das da, die Frage ist, will man das? Will man mit dieser Angst leben, dass jederzeit sein größter Rivale sich das kaufen kann? Weil es wird ja nicht immer Star Wars sein, wo du eine geile Rolle kriegst. Wahrscheinlich nicht, ne? Stark gepiekst. Ja. Ja, da bin ich noch unentschlossen, ob man bei dem Dreier links oder rechts rollen soll. Ja, das geht mir immer, das weiß ich bis heute nicht, wie ich das dann handhaben soll. Das ist auch in der Konstellation immer ein bisschen anders. Kann ich denn verhindern, dass er den Stich macht und stattdessen schlägt? Ja, klar. Musst du mal gucken, ob du L1 oder R1 oder R2 nimmst. L1 oder R2? R1 oder R2. Oder sind die beide Attacken gleich? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du sonst zur Not einhändig spielen. Dann macht er ein anderes Moveset. Kann sein, dass er mit dem Einhändigen schwingt, zum Beispiel. Muss mal ausprobieren. Oh, das war gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der so. Ja, klasse. Ja, das hat zwar ja nicht, das heißt nicht gesehen. Ich finde, diesen Bosskampf könnte man auch super so als Ladebildschirm verwenden. Wenn man irgendwas runterlädt, wo du, das ist wirklich 500 GB, irgendein neues Spiel von Call of Duty, ein Add-on. Und dann kann man einfach, während es geladen wird, diesen Kampf in voller Länge sehen. Und man denkt sich die ganze Zeit so, ja, krass, das ist offensichtlich, das ist echt noch eine Weile. Aber ich meine, das Ding ist, du machst ja, was du kannst, ne? Also dir ist ja überhaupt gar kein Vorwurf zu machen, weil du kannst nichts anderes machen, außer das, was du tust. Ab und zu ihn treffen, wenn es geht, und sonst wieder wegrollen. Das ist einfach komisch. Ich frage mich auch, ob wir alles richtig machen oder ob wir irgendeine Mechanik übersehen, weil das ist ja echt einfach. Oder ob wir zu wenig Schaden machen, weil wir noch nicht hoch genug gelevelt sind oder was. Aber das kann es doch nicht sein. Also mir ist vorhin schon aufgefallen, dass da wieder Säulen kaputt gehen. Vielleicht ist das irgendeine Mechanik, dass wenn man alle Säulen kaputt gemacht hat, dass dann irgendwie die Decke runterkommt und er super viel Schaden kriegt oder was auch immer. Ja, dass die Decke auf ihn abstürzt, meinst du, ja. Wobei sie dann ja auch auf uns abstürzen würde. Ja, doch, das wäre ein Opfer, das wäre ich bereit hinzunehmen. Ja. Vielleicht kannst du jetzt noch mal ein bisschen auch in den Hintergrund von diesem Boss gehen. Also wer ist das? Mhm. Warum müssen wir den bekämpfen? Ja, kein Problem. Also Jorm ist, wie du siehst, ein Riese. Und er ist als Geschenk der Riesen nach Anor Londor versandt worden, weil die haben nach langen Jahren der Kriege Frieden geschlossen und die Riesen haben als Zeichen. Da wäre er nach unten gegangen, da hätte es nicht einen geben können. Die Riesen haben als Zeichen ihres guten Willens einen ihrer Palastwachen, nämlich Jorm, als persönliche Leib.
Garde des Königs nach Anor-Londor geschickt. Und seitdem sitzt er da in diesem Palast und hat halt diese riesige Axt, Jorms Fleischerbeil, Jorms Axt. Aber er ist nicht glücklich da, weil natürlich alle sind viel kleiner als er. Es gibt kaum Modegeschäfte, die in seiner Größe Sachen anbieten. Beim Essen sind die Portionen regelmäßig viel zu klein für ihn. Er hat meistens so viele Zahnstocher auf dem Teller, dass ihm das richtig auch unangenehm ist, weil er so viel essen muss. Auf dem Teller. Also er ist echt unglücklich. Er will nach Hause. Er war auch verliebt zu Hause in ein Mädchen aus dem Dorf. Aus dem Riesendorf? Aus dem Riesendorf, ja. Und okay. Er musste dann ja gehen als Palastwache. Gut, ihm war es eh als offizielle Palastwache gar nicht erlaubt, überhaupt zu heiraten. Okay. So, das, ja. Die sollen mit ihrem Kopf gefälligst da bleiben, wo sie hingehören, nämlich in den Dienst der Krone. Aber er ist halt auch nur ein Mensch und klar hat er sich dann einfach verliebt, das hat sich so ergeben. Und ja, sein ältester Freund, mit dem er zusammen aufgewachsen ist, im wahrsten Sinne, der auch Jorm heißt, weil tatsächlich 7 von 10 Riesen Jorm heißen. Der hat sich dann... Oh, der macht irgendwas. Irgendwas passiert. Oh nein, es brennt Jorm. Oh, es gibt noch eine zweite Phase. Aber der ist halt... Der macht schon doch in dem Schaden. Oh nein, nein, nein. Jetzt aber kein anderes Moveset. Nicht, dann musst du es wieder auswendig lernen. Nein! Warte mal, vielleicht kriegt er jetzt mehr Schaden. Nein, jetzt macht er noch so eine Kacke, das gibt's doch nicht. Nein, da bin ich wirklich gegen jetzt. Nicht eine halbe Stunde im Mäuschen. Warte, jetzt musst du zugucken. Ja, ich guck zu, ich bin nur gerade beleidigt. Jetzt musst du lernen. 1, 2 und 3, da bleibt er doch dabei. Ja, weil dann macht er, manchmal, pass auf, er macht gleich so ein Feuer. Oh, das hat dich gerettet, weil du unter ihm standst. Aber manchmal macht er so eine Feuerwalze. Bislang ist es gleich. Jetzt kommt Tanzhackeball. Oh, das war gemein. Das ist ja der ähnliche Move mit einem leicht anderen Timing. Weiß nicht, was das ist, was man dagegen macht. Oh ja, jetzt ist er down. Ah, nee, doch nicht. Kampf, ich stampf. Oh nein. Doppelstampf. Ja, gut, sehr gut. 1, 2, 3. Ja, jetzt kannst du ihn geben. Jetzt hast du ihn auf die Knie, im wahrsten Sinne. Aber jetzt müsst ihr wahrscheinlich eher an die Schwachstellen. Ja, an die Hand eher, ne? Ja. Aber du machst das gut. Bleib einfach locker. Bleib, wie du bist. Ich bin aber tot. Okay, gut. Dann musst du jetzt, ich wollte mir mal anschauen, dann musst du jetzt aufräumen. Ich muss sagen, der Boss. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Da bist du wieder, perfekt. Meine Stimme. Ich hab dich schon vermisst. Oh, was hätte ich ohne dich gestern gemacht? Was? Achso, oh danke, das war gefährlich. Sonst ich dich auch. Hast du gut geschlafen? Okay. Das ist schwierig. Es geht so. Die Welt ist schlecht. Ja, das stimmt. Ich habe auch nicht gut geschlafen. Du hast völlig recht. Aber du hast... Willst du Input oder... Also was ist denn das jetzt bitte hier gewesen? Input, ja. Oder hast du es soweit verstanden? Nö, auch ich lass mich erstmal ran, sonst theoretisiere ich das zu viel. Gut. Bei mir ist es ja oft so, dass dann meine Instinkte übernehmen. Sehr gut. Meine Panther-Reflexe. Ich kann ja mal die Augen offen halten, ob vielleicht noch eine weitere Mechanik irgendwie möglich ist. Wow. Weil das ist schon, hat jetzt schon eine Weile gedauert. Und wenn dann noch eine zweite Phase kommt, die jetzt aber auch nicht so furchtbar schlimm aussah. Hm. Ja, guck mal, der mit einem macht da diesen Schwinger, ne? Hast du gesehen? Mhm. Mal so nachdenken. Das habe ich ihn gar nicht gesehen jetzt. Richtig. Dann kommen wir mal rein jetzt. So, pass auf.
wenn ich nicht sehe, ist scheiße. Oh, warte. Popo. Klatscher. Okay. Na, und so. Ja, der sticht, ne? Ja, ja. Der sticht, da muss man ganz präzise sein. Das ist wie wenn du versuchst, mit einer Salzstange eine Weintraube aufzuspießen. Das ist, da musst du ganz präzise sein. Das ist gar nicht leicht. Einfach war ich ein bisschen zu gierig. Okay, war ich ehrlich. Also so kriegt er mich immer aus seinem... Ja. Das ist eine interessante Waffe. Das ist für dieses Kräuterschneid-Ding, das so gewählt ist, ne? Wo man so... Das habe ich nur mal gesehen, aber fand ich immer faszinierend, weil ich komme nie in die Situation, dass ich Kräuter schneiden würde. Schade ist, weil Kräuter sind echt... Also kann ich ja. Echt, ich bin immer so, ich hab, wenn da irgendwie dann noch so oben so Grünkrösel drauf ist oder so, nehme ich immer weg, finde ich immer langweilig. Ja, Grünkrösel ist nicht gut, aber so. Aber an welche Kräuter denkst du, wenn du jetzt. Basilikum, das schneidet man natürlich nicht. Basilikum, ja gut, aber das schneidet man natürlich nicht. Aber bist du so ein Petersilien? Nee, überhaupt. Nee. Überhaupt nicht. Ich mag auch gewisse. Ich bin auch der Meinung, gewisse Sachen wie Kardamom. Oder so gehören auch verboten. Oder, nee, wie heißen die? Nicht Kardamom, sondern, nee, wie heißt das? Kurkuma. Was auch mal beim Asiaten oft drin ist. Nee, das ist schon Kardamom, glaube ich, ja. Ja, ist das dieses, was so diesen komischen, muffigen... Ah, jetzt komme ich gar nicht mehr rein jetzt hier. Lass mal... Herr Joam, lassen Sie mich doch mal eben. So. Vielleicht ist was anderes. Das klingt zu spät. Klingt aber ähnlich. Und zwar Kardamom, wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen. Ja, das glaube ich, ist in so Lebkuchen drin, aber auch manchmal in so asiatischen Sachen, glaube ich. Hab hier zu früh gerollt. Das ist echt affig, wie lange das dauert, ne? Du, für so ein Leben eines Riesens ist das 3 Sekunden. Ja, ja, ja. Wenn du 500 Jahre lang lebst, das ist ein... So ein so ein Nachmittag, das ist ja für den nix. Ja, das ist halt, je größer du bist, desto langsamer vergeht für dich die Zeit, ne? Na, hör doch mal auf mit deinem Schnurm. Husti hier, ey. Immer dieses zu früh rollen, ne? Okay. Ja, okay, also. Was sagt denn jetzt? Okay, wollen wir wieder abwechseln? Ja, wir machen jetzt abwechseln. Okay. Gibst du mir einen Try, wo ich mal was ausprobieren möchte? Da selbstredend. Und zwar würde ich mal wirklich gerne mal ausprobieren, was passiert, wenn er alle Säulen kaputt macht. Einfach mal. Wir müssen kurz Pause machen. Okay. Oh. Meine Damen und Herren, sehen Sie jetzt Pause. Hey Leute, seit 2015 senden wir für euch auf Rocket Beans TV Content rund ums Spielen in allen Facetten.
kostenlos. Von Anfang an. Und das soll auch so bleiben. Viele von euch unterstützen uns trotzdem als Mitglied des Rocket Beans Supporters Club. Dafür sagen wir Danke. Denn dadurch können wir weiterhin unsere Ideen nach unseren eigenen Spielregeln entwickeln und all den Kram machen, den ihr hier in diesem Video gerade seht. Wenn dir unser Content gefällt, besuche rocketbeans.tv/support und werde Mitglied im Rocket Beans Supporters Club. Du entscheidest, was es dir wert ist. Ich muss ganz kurz an die frische Luft, weil das wird mir echt gerade zu krass. Zurück bei Krit und der Boss-Folge. Ja, Mann. Und jetzt werden wir Zeuge, wie Florentinville, ich habe kein Zeug, ich arbeite, wie Florentinville etwas ausprobiert. Und zwar folgendes, ich möchte es einmal demonstrieren. So, dieses Gewölbe, in dem wir uns befinden, in dem der Riese Jorm wohnt, dieses Gewölbe wird wie alle Gewölbe natürlich gestützt von Säulen. Florentinville ist jetzt also der Meinung, er nimmt Jorm, ich bin jetzt mal Jorm. Jorm kommt. Und dann ist das Gewölbe derartig beschädigt, dass es in sich zusammenstürzt und Jorm und einem riesigen Steinregen begraben wird und seine letzte Ruhestätte dort findet. Das die Theorie. Ich hab keine Waffe mehr. Deine Worte sind deine Waffe. Sie sehen, er hat bereits drei Säulen hinfortgefegt. Die Idee dahinter ist, ja, einfach wie brillant. Und da sehen wir die vierte Säule. Noch eine auf der Ostseite des Kämmerleins. Dann dürfte man erste instabile Schwankungen auch wahrnehmen dürfen. Jorm ist natürlich ein tumber Riese, der wenig von Architektur versteht. Bei den Riesen gibt es keine Universitäten. Denn die Heuerseele sind zu klein, da passen sie nicht rein. Dementsprechend wissen sie nichts von Statik, sie wissen nichts von der Notwendigkeit einer Säule in großen Gewölben. Ja, da fällt die vorletzte Säule. Das wäre natürlich jetzt ein Ding, wenn diese eine Säule, das wäre ja die stärkste Säule der Welt. Was? Da passiert gar nichts? Also waren die offensichtlich nur Zierde. Was ist mit denen da oben? Ich befürchte, das hat keine Auswirkungen. Ich glaube nicht, dass. Aber du kannst das Item nehmen und gucken, vielleicht ist das ja ein Anti-Jorm-Cheat. Drachentöter. Der Sturmherrscher. Ey. Das ist eine Armbrust, oder was? Guck dir die Waffe gleich mal an. Guck dir die Waffe gleich mal an. Wenn du irgendwie nur eine Sekunde Zeit hast und dich in Sicherheit gebracht hast. Während des Kampfs? Ja. Rüste dir mal ganz schnell aus. Du, ich bin so schlecht in Inventarfragen. Ich habe eine Idee. Wenn wir nicht diesen Bug nochmal aktivieren, dann können wir das Inventar sehen, während wir spielen. Ja. Ja, vergiss es, Nils. Ich brauche ohne Kampf schon eine halbe Stunde, um in diesem... Aber ich habe eine Idee. Lauf an die andere Seite des Raumes und soll ich das machen? Ganz schnell gleich die Waffe wechseln, dann gebe ich dir das Pad zurück. Okay, das wird jetzt aber, das wird jetzt anspruchsvoll. Ja. Achtung. Okay. Ich lauf. Fingerwechsel, das gab's noch nie! Nein! Das gab's noch nie in der Geschichte des Let's Plays. Entweder wir sterben oder wir sterben nicht. Wo ist das neue Waffelchen? Nils! Ich muss es sehen! Du bist Egal, du darfst nochmal. Ich will nur die Waffe an und du darfst nochmal. Du hast ja nichts gemacht. Die Säulen haben nichts gebracht. Guck dir an, wie viel Schaden ich gemacht habe. Das war gut ein Millimeter. Du kriegst es gleich zurück. Ich will nur mal was gucken. Weil ich hab, wirklich, bevor du jetzt hier eine halbe Stunde was, ich hab eine Idee. Eins rechts. Ein Großschwert, das auch als Riesentöter bekannt ist. Die zerbrochene Klinge birgt noch die Kraft der Stürme, die Riesen zu Fall bringen kann. Das ist es! Ah, das ist die Anti-Riesenwaffe. Zieh. Habe ich jetzt ausgerüstet? Ja. Moment, aber da stand noch irgendwas, was man damit besonders machen kann. Ja, lies es dir durch.
Du bist so genial, Nils. Ich bin so genial, Mann! Wie war nochmal am Blick? Ja, das war X, das ist richtig eigentlich. Fertigkeit Sturmkönig zieht in der Haltung Stürme zu der Klinge. Am effektivsten im Angesicht eines Riesen. In der Haltung. Also wahrscheinlich vielleicht zweihändig nehmen. Und dann mit L2 aufladen. Also L2 gedrückt halten. Ja. Ja. Und dann. Wir haben eine Wunderwaffe. Absoluter Oberhammer. Ey, ich wusste doch irgendwas. Das kann's doch nicht sein, dass man da wirklich 5 Stunden auf diese Achillesferse kloppt. Okay, Nils. Dann sollte es ja jetzt ganz leicht werden, oder? Ey, ganz ehrlich, du hast den ja perfekt analysiert. Wenn du jetzt noch eine Waffe hast, die Schaden macht, was soll denn jetzt noch passieren? Das stimmt. Ja. Aber du musst natürlich dann diesen Angriff so machen, wo du dann dieses Windwirbel-Lüftlein auch kommt. Wahrscheinlich. Das ist nämlich dann die Haltung. Aber irgendwie verlieren wir ganz schön viel Konstitution, oder? Kann das sein? Du meinst Mana oder was? Oder wie? Nee, grün. Ja, aber das kommt ja zurück. Wirklich? Ja, kommt immer. Das ist mir noch nicht aufgefallen in 40 Stunden Dark Souls. Regeneriert sich. Oh, jetzt mich. Ist das so eine Doppelklinge oder was? Ja, ne? Nein, das ist ein Luftschimmer. Der da so schimmelrig schummelt. Ach so, okay. Schummelig. Aber meinst du, die macht jetzt nur in der aufgeladenen Variante mehr Schaden? I don't know. Aber das stand da ja, dass man aus der Haltung machen muss. Aber wir machen trotzdem alle Säulen kaputt, oder? Nein, du kämpfst jetzt mit diesem Schwert. Ich will es jetzt sehen. Ich bin mega neugierig. Tu es. Lass uns erstmal alle Säulen kaputt machen. Ich meine, die macht in der Form sogar weniger Schaden. 46, ja, das bringt nichts. Du musst diesen Wirbelwind da rufen. Probier mal ein bisschen rum. Länger gedrückt halten oder irgendwas. Das kann's doch nicht sein. Nee, das kann's doch nicht sein. Das macht ja weniger Schaden als wir. Nee, das wäre ja enttäuschend, wie es 60 Schaden, nee, das ist es noch nicht. Irgendwas. Das wäre ja einfach mega lame. Ich weiß aber kein Mana mehr, ne? Ich kann jetzt das Wirbeln nicht mehr. Nee, das kann es nicht sein. Das ist ja affig. Das macht ja weniger Schaden als das Katana. Kannst du noch irgendwie mit L2 noch irgendwas erreichen? Also wenn du es gedrückt hältst, kommt dann überhaupt noch irgendwie was? Ja, es hat noch einen Wirbeleffekt auf jeden Fall. Einen Wirbeleffekt. Drückst du R1 oder R2, wenn du diesen Wirbelwind machst? Ich drück L2 und ja, dann schlage ich mit R1. Probier mal mit R2. Täuschend.
gucken. Der war doch jetzt ganz gut getroffen, oder? Nee, überhaupt nicht. 104 Schaden. Ich meine, vom. Vom Winkel her. Ja, vom Winkel her, aber das, guck mal, also du bist jetzt schon wieder 10 Minuten am Rumhacken auf ihm und hast ihm da so ein Zipfelchen, das kann's einfach nicht sein. Irgendwas machen wir falsch. Können wir doch hier nicht so eine Waffe hinlegen und behaupten, das wäre der Riesentöter? Liegt noch genau in dem Thronsaal, wo der König wahrscheinlich saß, um ihn zu bändigen, damit, wenn er frech wird, dass er ihm damit noch richtig ihn unter Druck setzen kann und dann. Ich meine, Jorm saß natürlich auf dem Thron. Jetzt wird es Leute geben, die sagen, haha, du hast die Geschichte nicht richtig erzählt. Das ist der Thron von Jorm. Ja, sage ich nein, nach neuesten Forschungsergebnissen. Die haben nämlich Archive unterirdisch entdeckt. Ist das natürlich nicht sein eigener Thron gewesen, sondern der Thron von seinem Herrn. Ist doch klar. Und er hat sich da nur raufgesetzt, weil der Herr nicht wiedergekommen ist. Lest doch mal eure Lore, ihr Loser. Ey, kannst du irgendwas. Gibt es doch irgendwelche Optionen mit der Waffe, irgendwelche Sachen, die wir noch nicht gedrückt haben oder so? Das ist. Ich will es nicht wahrhaben, dass das alles sein soll. Aber ist merkwürdig, dass es so gar keinen Unterschied macht, ob man Mana hat oder nicht. Oder? Ja, das ist komisch. Du, ich mach das den ganzen Tag, mir ist das egal. Oh, es regnet. Ja, ach, das ist Regen. Ich dachte schon, was geschieht hier denn? Aber vielleicht kommt der Effekt auch erst in der zweiten Phase richtig durch. Die geht dann ganz schnell. Meinst du? Könnte auch sein, weil er dann so brennt. Ja, das ist so Anti-Flammen. Anti-Brand. Anti-Brand. Anti-Brand ist auch ein super Name für einen Feuerlöscher. Anti-Brand. Ich treffe schon den Arm auch, oder? Das macht schon einen Unterschied. Ja, aber das ist ja lächerlich. Also wir nehmen dem ja überhaupt keinen Schaden ab. Irgendwas machen wir falsch. Ich kann das nicht glauben. Das ist ja einfach völlig bescheuert. Das ist ja. Du, das ist Dark Souls. Nee, aber nicht. Du hast gesagt, Dark Souls ist ein schweres Spiel. Ja, aber nicht ein dummes Spiel. Es gibt immer irgendwas, das ist nicht darauf ausgelegt, dass du 4 Stunden das Gleiche machst. Weil du keinen Schaden machst. Das ist nicht der Dark Souls. Die sind cleverer als das. Vielleicht müssen wir doch die Kombination machen, dass wir doch alle Säulen wegnehmen. Ich glaube, die Säulen. Und gleichzeitig das Sturmschwert. Vielleicht ist es die Kombination. Vielleicht haben wir alle Puzzlestücke schon in der Hand, aber brauchen einfach nur die richtige Anwendung. Pump. Ja, aber du hast schon recht, wir haben, glaube ich, vorhin mehr Schaden gemacht. Ja, eben, das kann es ja nicht sein. Da hätten wir uns die Beschreibung der Waffe nochmal richtig durchlesen sollen. Ja, da stand, diese Kanalisierung ist besonders potent in der Nähe von Riesen. Ja, oder wir müssen die noch upgraden oder so. Haben wir nicht noch 1000 Titanit-Scheiben? Stimmt, ja, haben wir auf jeden Fall. Aber auch da denke ich mir, ey, wenn das Schwert dann in dem Thron liegt und dafür da ist, den Riesenplatz zu machen und dann wird das auch noch gepriesen als gegen Riesen, dann muss man das ja eigentlich auch nicht mehr upgraden, weil das. Ja, oder ist, weil wir halt so wenig Stärke haben. Kann auch sein, dass das mit Stärke skaliert und uns irgendwie so einen Malus gibt.
Das kann sein, aber ich glaube, das kann natürlich sein, aber ich glaube, wir haben das, da war, glaube ich, kein roter Balken. Da ist eigentlich immer so ein rotes X oder so, wenn man nicht das tragen kann. Wenn wir wenigstens kurz Pause machen dürfte, um ins Menü zu gehen. Aber das erlaubt das Spiel einem ja nicht. Keine Pause. Lass uns nochmal die Säulen mitnehmen. Die meisten sind. Guck mal, die sind eh schon kaputt, alle. Bam. Guck mal, der ist verwirrt. Weil der keine Säulen mehr hat. Der ist auch verwirrt. Denkt sich auch, was mache ich denn hier? Wieso läuft der denn immer weg? Aber bringt das denn jetzt mehr mit dem Luftding? Warte mal, wenn man, also, du musst jetzt kurz mal auf die Zahlen achten. Ja, ich achte ja schon die ganze Zeit auf die Zahlen. Also, deswegen bin ich ja so niedergeschlagen. Weil das überhaupt nicht mehr Schaden macht. So, und ich finde, das macht normaler R1, 116. Ja. So, R2, 0. Ja. Er hat 235, okay. Nee, 135. Muss ich leider enttäuschen. So, und jetzt mit Wirbel 40. Ja. Das ist ja Quatsch. Also. Ah, Wirbel. Nee, es macht weniger. Also irgendwas. Und wenn du halte mal. Du hältst doch L2 gedrückt, ne? Ja. Gedrückt halten würde ich es nicht. Halt mal L2 gedrückt und dann halt mal R2 gedrückt. Gleichzeitig. Ja, also erst L2 und dann R2 noch gedrückt halten. Hast du gedrückt gehalten oder hast du losgelassen? Ich halte L2 gedrückt und drück R2 dazu. Ja, aber gedrückt halten auch, ne? Oder hast du losgelassen? R2 auch gedrückt halten? Ja. Jetzt ist die Waffe in Gefahr, das heißt, die ist gleich kaputt. Das kann's nicht sein, ey. Hast du es gehört? Da stand gerade, die Waffe ist in Gefahr. Das bedeutet, das siehst du ja auch, du hast ja selbst festgestellt, es gibt einen Lebensbalken. Und der ist gleich schon hinüber. Das heißt, wir müssen die gleich wechseln, sonst ist sie im Arsch. Und dann. Das kann es ja nicht sein. Aber wenn ich beides gleichzeitig drücke, dann passiert überhaupt nichts. So. Also du meinst erst L2 gedrückt halten und dann noch dazu R2. Genau, gedrückt halten, ja. Okay. Du lässt auch nicht los, ne? Oder lässt du los? Willst du die Finger machen? Ich will da einfach nur ausmachen. Ich bin einfach frustriert. Das kann es nicht sein. Das, guck mal, du bist seit 20 Minuten im Bossfight. Und gleich kommt noch die zweite Phase. Wo er brennt. 22 Damage. Aber nicht schlecht. Nee, stimmt. Wir waren bei 100 irgendwas, ne? Ja. Das 22 ist ein absoluter Witz. Hey, ich sag dir immer was falsch. So funktioniert Dark Souls nicht. Okay. Lass uns den Raum nochmal angucken. Vielleicht finden wir noch irgendwas oder irgendeinen Hinweis oder so. Ich sag, es liegt an dem Schwert. Oh, wir machen irgendwas falsch. Wenn da so ein fucking Schwert rumliegt und dann steht da drum, es ist für Riesen und Riesen zu töten, dann muss das irgendwie gehen. Und wir haben es. Da steht ja irgendwas mit Poys und wir haben es irgendwie nicht gecheckt. Ich fände es auch merkwürdig, dass das überhaupt keinen Unterschied macht, ob man Mana hat oder nicht. Weil ja, es zieht erst Mana ab und dann. Ich lass mich jetzt sterben, oder? Ich komme ja so nicht mehr raus. Das bringt ja nichts. Ja, das bringt auch nichts. Dann. Weil ich meine, den Teil, was ich jetzt hab, das kriegen wir mit dem anderen Schwert locker in 20 Minuten eben hin. Das ist. Gut, Jorm, dann nimm mich! Dann nimm mich! Jorm, enorm. Nils, mein Schatz,
Wenn ihr einen Tipp wollt, sagt Bescheid. Nee. Nee, wir, nee. Danke, das ist nee, 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 so weit kommt's noch. Jetzt, du kennst dich besser aus mit Waffen und Inventar und Kram. Ach, das wird automatisch geheilt, die Waffe. Ah ja, das zieht in der Haltung Stürme zu der Klinge am effektivsten im Angesicht eines Riesen. Joram, der Riese führte einst zwei dieser Schwerter. Vielleicht müssen wir das andere auch noch finden. Er führte einst zwei. Aber wir können doch nicht zwei Handschwerter sammeln, oder? Ey, war das schon bei dir? Moment, das muss noch einen zweiten Tick kriegen, oder was? What? Jetzt machst du es. Was ist das? L2 gedrückt halten. Gedrückt halten. Zack. Und jetzt drück R2. Ja, aber das dauert ja ewig. Ja. Aber, okay. Aber jetzt ist es doch geil, jetzt haben wir es. Stark nicht. Jom! Du bist einfach der. Du bist der Zeugwart. Ja, aber das ist doch klar. Ich meine, da liegt dieses Schwert rum. Das ist ja völlig klar. Ich war schon die ganze Zeit misstrauisch. Das kann's nicht sein. Aber ich hätte nicht gedacht, dass nach so langer Aufladung noch was passiert. Ich dachte, dachte dieser Wirbeleffekt ist es. Nein, überhaupt null, gar keine Schuld auch an dich. So. Also jetzt, auch wenn jetzt die ganzen Leute schreiben, so Florentin, du bist völlig alleine schuld. So, ich sehe das einfach nicht so. Ist okay. Ich sehe das nicht so extrem. Das kommentiere ich. Ich würde das gerne ein bisschen abmildern einfach. Ey, auch krass, aber jetzt geht's mir besser. Ich habe schon echt gedacht. Naja, gut, jetzt schauen wir erstmal, ob das was. So ging's dir gerade eben schon. Ja, aber das. Bei der Dreiviertelstunde, als wir dieses Schwert. Ja, aber das muss es ja jetzt sein. Also, das, da bin ich mir jetzt sicher. Also, das ist ja. Alles andere würde mich. Dann würde ich jetzt auch dieses Knall durchgenommen abbrechen, bevor ich jetzt wirklich 10 Stunden auf Joram rumnage. Ich bin stolz auf dich. Danke, mein Ja, warte mal, wir müssen es erst schaffen. So. Aber die Frage ist halt. Die Frage ist halt, wie. Ja, aber das ist vom Timing her nicht trivial. Aber wenn das einer hinkriegt, dann du. Und ich soll dann erst anfangen aufzuladen? Wenn er dich nicht mehr trifft, ja. Also ein Stück oder hält diese Aufladung an? Weiß nicht, du hältst einfach L2 gedrückt, bis dieser komische Lichtblitz da kommt, wie es gerade eben auch war. Und dann drückst du wahrscheinlich R2. Leute, das dauert viel zu lange! Das schaffst du. Wenn das einer schaffen kann, dann du. Ich wüsste nicht, wer mehr Zeit mit Jom verbracht hätte als du. Ich warte mal auf seinen Doppelbock. Ja, der Doppelbock. Nee, nicht den. Nicht der. Gib mir mal den Vordermann. Nein, nicht den. Ja, könntest du nicht auch sonst einfach von ihm weglaufen? Ein Stück. Jetzt macht er den nicht mehr. Zwei. Mach mal den Einser! Er macht den Einser nicht mehr. Zwei. Ja, Leute. Ah, jetzt kommt er. Ah, das ist echt krass, wie lange das dauert, ne, bis das aufgeladen ist. Aber eben war schon der Blitzy-Mac-Blitzenstein aufgelöst. Ich glaube, man muss es vielleicht aktivieren noch, wenn er den Doppelbock macht, dann den. Ich würde, glaube ich, einfach mal ein Stück zurückgehen und mal gucken. Vielleicht ist es auch wieder so ein Dark Souls-Ding, dass es einem zeigt, wenn du dicht an ihm dran bist, ist die Abfolge der Schläge so lang,
Also ist sie so kurz, dass du das nicht richtig aufladen kannst. Das wäre typisch Dark Souls, dass die einem dann sagen, okay, geh mal ein Stück zurück. Naja, ich verstehe schon. Ich würde es gerne einmal bei dem Einser probieren, da wo er so mit beiden Händen die Klinge nach unten drückt. Vielleicht kann, hat man da genug Zeit, weil man kann sich auch bewegen, während er auflädt. Ah, okay, ja gut. Ja, aber das ist natürlich, ja, das ist nicht so einfach. Der macht ihn nicht mehr. Ganz merkwürdige Attacke gerade. Gib mir mal den Doppelmann! Nicht den. Schwingschwung. Nein, nicht den Dreier. Den Einser. Einser, Einser, Einser. Nein! Ach komm. Jetzt, ist mit was? Oh Mann, ey. Ja, da stampft einer. Geh mal weiter zurück. Ah, jetzt, aber die bleibt. Du leuchtest noch, Die Aufladung bleibt? Ja! Dann entfessel sie gleich. Was? Also, nein, das kann's nicht sein. Aber die bleibt. Ach so, die bleibt. Ich dachte, man muss sie bei jedem Schlag aufladen. Dachte ich auch. Nee, das ist es immer noch nicht. Du machst 69 Schaden, das ist ja... Vielleicht musst du sie jetzt in einem Schlag entladen. Du hast jetzt das, die Energie in dem Schwert drin und du musst sie rauslassen. Wenn du mal R2 jetzt gedrückt hältst oder sowas. Was hast du gemacht? Gib ihm weg. Ich hab's gedrückt. Ja, mach doch mal jetzt. Lad auf, schnell. Du genau das gleiche wie eben. Was hast du gemacht? L2 und dann? Was hast du gedrückt? R2. Ja, länger. Mach genau das gleiche. Ich kann nicht mehr wollen. Do it again. Und dann musst du ihm, wenn er da kniet, eben kniete er ja, ne? Obwohl, jetzt macht er wahrscheinlich nicht nochmal, weil er sich da nur in Phase 2 bewegt hat. Da wäre nochmal die Chance gewesen, glaube ich, direkt nochmal ranzugehen. Lass mich einmal kurz trinken, Freund, bitte. Oh, aber das hat ihm richtig gegeben. So, ich brauche jetzt eine Sekunde, um aufzuladen. Okay, jetzt bin ich aufgeladen. Und dann entfessel das. Eins, zwei, drei. Nee, irgendwas hast du. Was hast du eben gemacht? Ich brauche mehr Zeit. Nee, aber du hast ja gar nicht geschlagen. Da kam ja, wie bei Masters of the Universe, kamen da diese Strahlen aus dem Schwert. Ja, vielleicht brauche ich jetzt das dafür Mana. Nee, du hast das so anders eben. Was hast du gedrückt? Das ist es nicht. Du hast irgendwas. Nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist es. Wie hast du das gemacht? Du musst, während der aufgeladen ist, nochmal L2 gedrückt halten. Ja. Und dann. Wenn er auch treffen, glaube ich. Das ist jetzt nicht. Das hat jetzt noch nicht geklappt, glaube ich. Was? Bin ich nicht ausgewichen hier?
Ach, jetzt hat das Timing ganz anders. Das ist mehr. Das ist schon ärgerlich. Ja, das ist. Ja, das wirst du auswendig gelernt hast. Das wirst du auswendig gelernt hast. Umsonst! Aber du hast es doch, glaube ich, gleich. Du musst nur einmal. Da weiß leider nicht. Das war's. Du hast jetzt aber nicht getroffen. Aber das sah doch geil aus. Da hast du den Wind aufgewirbelt und hast du so eine Windpeitsche gemacht. Und ich glaube, das war's. Du musst jedes Mal neu aufladen. Dann. Ja. Aber das war's, was du eben gemacht hast. Du musst jetzt nur noch treffen. Ja. Mensch, das ist es. Und jetzt gib ihm nochmal. Nochmal aufladen direkt. Ja, okay, schade, es war zu kurz die Phase. Aber jetzt haben wir es doch. Warum löst es sich das Anvisieren ab, wenn man den nicht sieht? Das ist das Schlimmste an diesem ganzen Spiel. Okay, jetzt ist er geschneidet. Was? Der war unter seinem Gemächt hindurchgepfegt. Ja, Mann. Ja, guck dir das an, ey. Jetzt haben wir ihn. Oh ja, ins Gemächt. Ja, noch einmal. Oh, alter Schwede, das sah aber gut aus. Die fliegende Faust. Was macht bitte nicht abvisieren, bitte nicht abvisieren. Jan! Du Schwein! Oh, nice. Fucking nächste Bosskampf aller Zeiten. Oh, meine Fresse, ey. Oh, kommt eine Sequenz. Ey, hätte ich das Spiel alleine gespielt, ich hätte da wirklich eine Stunde dran rumgehackt. Ja, mindestens. Please save his soul. Okay. Puh. Oh, ja. Aber ich bin wirklich froh, dass wir das Schwert noch gefunden haben. Wirklich, ey, ganz ehrlich, das ist. Ach Gott. Oh, warte, was ist das? Da liegt was. Ich muss mir das. Ein Hold of Might. Das Play nochmal angucken, nur um dein Gesicht zu sehen. Wenn ich mit dem aufgeladenen Schwert draufhau, 60 Schaden. Und du, nein, das klappt wieder nicht. Ja, das war echt ein bisschen. Aber du hast bis zum Schluss dran geglaubt an dieses Schwert. Ja, weil das da steht und weil das Dark Souls würde so nicht funktionieren. Die würden einem nicht das Schwert hinlegen und sagen, das ist ein Drachentöder-Schwert und dann ist es einfach schlechter als dein normales Schwert. Das machen die nicht. Also. Aber was ist denn mit der Holden da? Kannst du nochmal mit der reden? Okay, das ist das gleiche wie eben. Oh. Becken der Gelübde. Okay, war da das nicht der Ort, wo wir in diese Gemäldewelt gekommen? Nee, ne, oder? Wo war das? Nee, das war doch, meinst du da, wo es die, wo der Schnee war? Aber können wir das jetzt immer benutzen? Das ist ja wahrscheinlich nur gegen Riesen gut, ne?
Das ist voller Sinn. Ah, der kann jetzt nicht mehr so aufgeladen werden. In diesen okay. Supermodus, verstehe, weil der kein Riese in der Nähe ist. Ja, dann kannst du es auch wieder auswechseln. Ja, ist irgendwas Geiles? Wie war das nochmal hier? Ja, erstmal alle Kerzen stellen. Du hast ein besonders schwieriges Verhältnis zu Kerzenständern, oder? Aber erinnerst du dich an diesen einen Kerzenständer, der umgefallen ist, aber die Kerzen... Absolut, das wird ein ewiges Mysterium bleiben. Die Kerzen haben trotzdem noch gebrannt. Kann das sein? Und dann haben die nach oben gebrannt. Ja. Und das fand ich faszinierend. Ja, müssen sie ja. Ach, du meinst, dass die Physik der Flamme so realistisch ist, dass sie nach oben... Dass die bei einem Kerzenständer, der immer oben steht, nicht einfach sagen, ja, animier die Kerze einfach, dass die Flamme einfach der Kerze folgt, sondern dass die schon sagen, nee, die muss immer nach oben steigen. Es aber nicht geht, die normalerweise umzuhauen, dass die Kerzen brennen. Das heißt, sie haben es gar nicht einkalkuliert, aber dann ja irgendwie doch. Also in diesem einen besonderen Fall ging das und irgendein Entwickler hat gesagt, yes, genau dafür habe ich das so gemacht. Wo müssen wir hin? Weiß nicht, erstmal umsehen und dann wahrscheinlich da raus. Ne? Wenn da nicht noch irgendeine Tür ist hier, dann... Aber ist das für dich jetzt ein neuer Ort hier oder waren wir hier schon mal? Das werden wir gleich sehen. Ich weiß es auch gerade noch nicht, ehrlich gesagt. Urmoor von Lothbrick. Doch, das sieht sehr aus. Warte mal, wir haben 37.000 Seelen. Ach, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ja, das ist doch das mit diesem Gemälde. Das ist, nein, pass auf, das ist da, wo dieser Riese war. Was hast du gemacht? Ich habe den angegriffen. Du hast einfach... Endboss! Leute! Ey, wir haben 37.000 Seelen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn jetzt passiert? Weil du gegen die Steinstatue gehauen hast, oder was? Ja, so wie man's macht. Ist das ein Riese? Ich habe keine Ahnung. Das ist noch ein Boss einfach, oder was? Ich kann jetzt nicht noch einen Boss machen. Okay, die ist aber herrlich langsam. Die bewegt sich in Zeitlupe. Ja, das finde ich aber hervorragend. Aber guck mal, wie ein Jäger, wie die so um einen rumtänzelt. Das ist richtig schaurig. Ja, Mann. Herrlich langsam. Oh, nee, ich. Oh, okay. Sie ist doch nicht herrlich langsam. Das ist ein Tanz. Sie heißt auch Tänzerin des Nordwindtals. Dann zeigen wir ihr doch mal einen schönen Tanz. Dank. Ist das physikalisch möglich, dass sie sich so weit vorbeugt? So, du hast jetzt keine leichte Aufgabe. Aber wo? 30.000 Seelen. Ja, aber wie kommen wir denn jetzt da überhaupt hin? Ich hab keine Ahnung. I don't know. Dann kommen wir von dem Riesenraum da irgendwie hin wieder? Also ich dachte ehrlich gesagt, dass wir da sind, wo, weißt du noch, wo wir dieses Banner gelüftet hatten, recht zu Anfang. Da war, pass auf, da war so ein Riese, also der ist so im Kreis gegangen, da wo so ganz, so wie so ein Schlachtfeld war und da war in der Mitte irgendwie so eine Art Brunnen oder so und da ist so ein richtig großer Typ immer so rumgelaufen und dann sind wir an dem vorbei und habe ich dir noch gesagt, du kannst dich so droppen lassen da und dann rechts war so ein Bosskampf und das war relativ zu Anfang und da, wenn man den besiegt hatte, dann konnte man weitergehen und da ist so ein Tor gewesen und da musste man so ein Banner in die Erde decken und dann kamen so zwei Gargoyles und haben ihn so weggeflogen und in ein anderes Gebiet reingesetzt. Ja. Und das in diesem Gebiet, das war da, wo so ein Tor war und da waren Hunde. Die Hunde, ja. Und dann kam man zu dieser Zauberin. Genau, ja. Wo die ganzen Typen um die Feuerzauberin rumstanden. Und dann, ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich, ja. Und da war auch noch dieser eine Raum, wo dann diese... Ja, dann geht er hin. Ja, oder jetzt nochmal in den Bossraum. Ich weiß es ja selber nicht. Die Scheiße ist, wenn der Bossraum zu ist, laufen wir dann die Gargoyles rein. Ich muss auch auf Klo. Können wir Werbung machen? Für Toiletten? Oder wofür willst du Werbung machen?
Okay, 5 Minuten noch. Alles klar. Du musst einfach. Gut. Dann 2 Möglichkeiten. Entweder wir reisen dahin oder wir gehen zurück in den Bossraum. Pass auf. Du würdest jetzt diesen Bossraum finden, ey. Du, unfassbar. Ich würde ihn, glaube ich, wirklich finden. Du jonglierst da mehrere von diesen Souls-Spielen gleichzeitig in deinem Kopf und du hast überall den Überblick. Nee, ich habe echt. Unfassbar. Ich bin ziemlich. Unfassbar. Guck mal, Jorm der Riese. Also da können wir auf jeden Fall schon mal hinreisen. Da müssen wir jetzt nicht mehr hinlaufen. Die Frage ist. Da war doch gar kein. Wir haben doch gar kein Bonfire aktiviert. Ja, die fliegt da mal hin. Hä? Was das sein soll. Hast du irgendwas aktiviert, was ich nicht mitbekommen habe? Nee, ich habe überhaupt nichts aktiviert. Ich konnte gar nicht. Da war sofort die Cutscene und dann war man sofort in der Kirche. Okay. Also erstmal hier ist der Thron. Da kommt man auch nicht hinter. Guck dir das mal an, ne? Überall so diese verbrannten Leichen gestapelt, das stinkt doch auch. Und dazu diese ganzen Reichtümer. Ja, wenn du es halt immer so an den Rand des Raums schiebst, so, ich kenne das schon, so, dann. Ja. Solange du noch einen funktionierenden Weg durch deine Wohnung hast, gibt's wenig Grund aufzuräumen. Aber wie, also wie, ich check das gar nicht. Wieso sind wir denn da jetzt hinteleportiert worden ohne Chance? Ja, das ist einfach dieser Raum. Ja, ja. Das macht nichts. Okay, dann probieren wir das jetzt mal aus, zu dieser Kathedrale zu kommen. Ich weiß nicht mehr genau, ob da noch ein Bonfire war. Ich hoffe, in dem Bossraum, wo die. Es ist eine der schlimmsten Aufgaben in Dark Souls. Du musst zu einem unbekannten Ort und darfst auf gar keinen Fall sterben, weil du sonst 37.000 Seelen verlierst. Ich will jetzt nicht Nils sein. Nee, ich auch nicht. Doch, ich will. Da, warte. Da wurde man. Das ist das, wo wir hin teleportiert worden sind. Das könnte es sein. Weil ich glaube, da hat man dieses Banner gehisst. Und dann müsste man. Wenn das da. Vielleicht ist nur noch Erinnerung an dieses Gemälde. Sonst ist alles weg. So, da war das mit dem Banner. Das haben wir da gehisst. Und dann wurden wir da von diesen Gargoyles rübergezogen. Und vielleicht täusche ich mich auch. Oh, aber guck mal, die beiden sehen doch. Ja, nee. Da waren auf jeden Fall so 2 Ritter in Aussicht. Ey, das könnte gut sein, dass die das sind. Ja, mal schauen. Nils, Mann. Die sind doch jetzt locker, oder? Guck mal, das sind auch One-Hits. Ja, waren wir ganz am Anfang. Oh, werde ich beschossen? Ja, von ihm. Ja. I have no guarantee that it is right, but I think it's behind this wall. And it's now a boss wall, so it's the fog wall. Yes, seems to be the fog wall. Fog wall. And then I can maybe run through the enemies through the riders. But you have to pick up the green stuff, otherwise it would be all in vain. We will see what happens now. I'm not satisfied with the situation now, with the. Yes, it is the dancer. Oh no, I have to. Yeah, but we can always pick it up. It's no problem. We have 2 boss souls. Yes, but. Yes, you're very right, but on the other hand. It's amazingly what. Okay. 1, 2. Gehackt. Gehackt. Oh, was macht sie? Sie macht irre Sachen mit Feuer. Bin unzufrieden. Was habe ich getan? Das hasse ich so, ich hasse diese Heilfalle, ne? Das ist nicht mein Freund. So, jetzt erstmal. Ich habe jetzt die ganze Zeit nicht gespielt, ich bin noch nicht warm! Lass mich mal jetzt eben warm werden, du dumme Tänzerin! Kannst du mir mal einmal eine Sekunde geben, um mich. Ich hatte mein Schild oben. Ich empfinde das als ungerecht und unnötig. Ja, wie ich einfach. Ich durfte nicht mal aufstehen, ich muss aber auch auf Toilette gehen, habe ich gesagt. So, wir machen jetzt Ende. Und in der nächsten Sendung hauen wir diese Tänzerin weg und wir haben jetzt jedes Mal die Situation, nicht sterben zu dürfen, bevor wir die 37.000 Seelen aufgesammelt haben. Eine tolle Folge, ich freue mich. Bis dann. Tschüss.